So. Ah ja. Sie müssten der Vater von Sandra sein, nehme ich an. Nein, Genital mein Name. Ich bin Sandras Lehrer. Ihr Lehrer? Okay, das ist aber ungewöhnlich, dass Ihr Lehrer Sie 2 Stunden nach der OP gleich besucht. Ja, ich weiß, aber Sandra hat nicht viele Freunde und Ihr Vater, der... Naja, okay, verstehe. Dann wird sie sich sicherlich freuen, wenn sie gleich aufwacht und jemand Vertrautes neben ihr ist. Ja, das wäre toll. Wissen Sie, im Unterricht, da raubt Sandra mir wirklich den letzten Nerv, aber sie ist ein guter Mensch. Und das ist doch das, was zählt, oder? Sehen Sie doch nur, wie friedlich sie schläft. Oh Gott. Ich hol kurz das Aufwachmittel, okay? Ich bin gleich wieder da. Alles klar, bis gleich. Das kommt nicht in Biomüll, das geht mal weg. Sandra? Plastik, das schwarze Tonne, nicht Bio. Sandra, jetzt werd doch mal wach hier. Ey, Herr Doktor, ey, wie sehen aus wie mein Lehrer, ey. Ich bin doch dein Lehrer. Richtig beschissen sehen wir aus, ey. Sandra, Mensch, nun wird doch mal wach. Ey, wo ist die Party, ey? Sandra, du wurdest gerade operiert. Du bist im Krankenhaus. In Deutschland haben wir gedacht, ich brauche keinen Reisepass. Du redest ja völlig wirres Zeug, Mensch. Nun wach doch mal auf hier. Alle gedopt, die Russen, ey. So. Dann wollen wir Sandra mal aufwecken, ne? Okay. Sie redet völlig wirres Zeug, Mann. Man könnte fast denken, sie wäre im Unterricht. Ein guter Witz, ein guter Witz. Sandra, ich werde dir jetzt ein Aufwachmittel geben, ja? Und dann wirst du langsam merken, wie du es jetzt eigentlich... Da bin ich wieder. Oh, das ging aber fix. Klar, ey, was nennst du denn, Alter? Sandra ist back to the V, to the P, to the WMC. Guck mal, Sandra, wer hier zu Besuch ist. Hallo, Sandra. Könnte ich bitte wieder in Narkose gesetzt werden? Der war gut, Sandra. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um Unterricht zu machen. Ich wollte dich besuchen. Na, ich weiß ja nicht. Erzähl doch mal, wie fühlst du dich so? Guck, da ist gleich die erste Frage, die sie an mich haben. Sie wollen mich unterrichten. Das war doch nur eine ganz normale... Ich würde ja gerne wieder in den Unterricht. Der Geist ist stark, doch der Körper ist noch zu schwach. Keine Sorge, Sandra. Du brauchst jetzt ganz, ganz viel Zeit, um wieder in die Schule zu gehen, ja? Erst, wenn du wieder richtig fit bist. Ja, das würde ich auch sagen, ja. Wie lange ungefähr wieder so, bis ich in den Unterricht muss, so? Das kann ich noch nicht so genau sagen, also... Ja, so ein Jahr dauert das bestimmt, bis ich wieder fit bin, ne? Nein, 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 also kein Jahr. Vielleicht einen Monat oder so. Ja, so ein Jahr würde ich auch sagen. Hm. Alles gut, Sandra. Nimm dir bitte die Zeit, die du brauchst, um wieder fit zu werden, ja? Soll ich der Klasse irgendwas von dir ausrichten? Jetzt stellen Sie mir schon wieder Ihre Unterrichtsfragen. Haben Sie nicht zugehört? Ein Jahr lang darf ich nichts gefragt werden. Sandra, vielleicht kommen wir mal zum wichtigsten Teil. Du möchtest bestimmt wissen, wie die OP verlaufen ist. Verlaufen? Haben Sie sie denn wiedergefunden? Oh, das meinst du ernst, oder? Das erlebe ich jeden Tag. Also, wir haben dir ja die Schädeldecke geöffnet, um zu gucken, ob du ein Gehirn hast. Und erstmal die gute Nachricht, du hast ein Gehirn. Yeah, sexy baby, yeah! Allerdings mussten wir sehr lange danach suchen und das ist die schlechte Nachricht, es ist leider nur so groß wie ein Tischtennisball. Das ist der Sport mit den Schwarzen, ne, die durch die Luft fliegen und den Ball in so Körbe werfen, oder? Nein, das ist mit den Chinesen und der Ball ist ungefähr so groß. Aber ich hab ein... Ja, aber wie gesagt, es... Ich hab ein Gehirn im Kopf! 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 Gut, gut, Sandra. Vielleicht reden wir noch mal kurz über den Vorfall während der OP. Du bist ja einmal wach geworden. Ich bin wach geworden? Du bist während der OP aufgewacht und hast Folgendes zu den Ärzten gesagt. Ich zitiere: Lass die Finger von mir. Ich habe Sascha mein erstes Mal versprochen. Ich habe Bock auf Käsebrot. Und zu der Arzthelferin hast du dann gesagt: Guck dich doch mal an. Du hast voll Spliss in den Haaren. Und ich sage mal so: Vielleicht hättest du die Hose etwas größer kaufen sollen, du fette Bumsnudel. Ja, aber haben Sie Ihre Arzthelferin mal angeguckt? Die sieht wirklich aus wie eine Bumsnudel. Es ist ja auch okay, Sandra. Ich wollte dir das nur erzählen. Du warst ja auch im Halbschlaf. Du kannst da ja gar nichts für. Wie in der Schule. Da bin ich auch immer im Halbschlaf. Ja, gut, Sandra. Dann ist es ja super, dass dein Lehrer heute hier ist. Also Sandra ist in einem Alter, wo das Gehirn wirklich noch wachsen kann, ja? Sie braucht jetzt viele neue Anreize und viele neue Ideen. Okay, was schlagen Sie vor, Doktor? Das können verschiedene Dinge sein. Schicken Sie Sandra ins Ausland, keine Ahnung, meinetwegen nach England, Sprachcamp, da lernt sie neue Sprachen. Das sind Anreize für das Gehirn und sie lernt neue Freunde kennen. Das hört sich toll an. Das werde ich gleich beim Land Schleswig-Holstein beantragen. Das werden Sie sicherlich genehmigen. Die investieren ja schon genug in das Schulsystem und in die Bildung. England hört sich gut an. Solange das nicht so eng ist. Großartig, dann verabschiede ich mich erstmal und sage tschüss. Herr Doktor, das wird doch eh nichts. Herr Genital? Tschüss! Sandra? Herr Doktor, das wird doch eh nichts. Tschüss! Sandra? Matze? Tschüss! Sandra? Herr Genital? Torge? Herr Genital? Tschüss! Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns am Mittwoch. Kommt Mittwoch ein Video? Mittwoch kommt ein Video, ja. Und Samstag kommt auch wieder eins. Und wir sind jetzt gerade im Urlaub. Das, also es kommt drauf an, wann ihr euch das Video anguckt. Vielleicht sind wir auch schon lange wieder da, aber egal. Genießt den Sommer und bis dann. Tschüss.
Klick. Wow, das war fast